Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit einer neuen Folge Devil in Me. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir machen jetzt weiter und schauen nochmal, wie wir jetzt hier in das Anwesen reinkommen. Was haben wir hier denn? Klettern? Warte mal ganz kurz. Liegt hier noch irgendwie was in der Ecke? Nee, gar nichts. Okay. Gut, auf jeden Fall, Freunde, schön, dass ihr wieder am Start seid. Danke für den Support auf die letzten beiden Folgen und die ersten beiden Folgen. Wenn ihr mich unterstützen wollt. Wenn ihr mich und das Projekt unterstützen wollt, gerne ein Like da lassen für das Video hier. Danke dafür. Wenn ich in der Natur wandern wollen würde, wäre ich nicht in die Stadt gezogen. Dieser Scheiß gehört nicht zu meinem Job. Zu laufen? Ja, hast du recht. Da würde ich auch kündigen, direkt auf den Tisch schauen hier. So geht's aber nicht, Freunde. Aha, guck mal, hier haben wir was. Ah, noch eine Münze. Okay, schon eine dritte. Wieder das gleiche Tier. Ja, ganz schön komisch aus. Ob das irgendwie so diese ausgestopften Tiere symbolisieren soll, auch so ein bisschen? Wisst ihr, was ich meine? Keine Ahnung, ey. Aber irgendwie sieht das Symbol der Münze auch aus, als wenn man irgendwie so einen Tod verhindern könnte, weißt du? Keine Ahnung, wenn jetzt irgendwie, wenn du jetzt wirklich eine Entscheidung triffst und du stirbst, dass du es dann durch den Einsatz einer Münze verhindern kannst oder so. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Freunde, übrigens, wenn ihr das Spiel selber kaufen wollt, euch gönnen wollt, macht das gerne bei meinem Partner, könnt ihr bis zu 25% sparen oder mehr. Geht nochmal vorbeischauen, Link in der Videobeschreibung. Beschissener Zeltlager. Genauso wie zum kostenlosen Gewinnspiel. So, und ich hoffe, wir kommen jetzt wirklich ins Haus. Diese Folge, aber ich denke mal schon, oder? Okay, hier geht der Generator rein, da ist wieder verschlossen. Okay. Wenn ich das Auto bis hierhin bewegen kann, schaffen wir es rüber. Das Auto? Ja. Siehst du die Schalttafel? Die ist kaputt. Hier gibt es doch nicht mal Strom. Mit? Das heißt, ich brauche erstmal Strom und dann muss ich wahrscheinlich das Ding in richtiger Reihenfolge bedienen, oder? Okay, da haben wir die Leiter, da kommen wir wahrscheinlich rüber. Kann man hier rauf? Ja, kann man, aber... Junge, also das ist so wackelig, die Steuerung. Die ist so tankmäßig, die Steuerung. Das wird auf jeden Fall noch öfter passieren. Weil die macht immer so einen extra Schritt, obwohl ich schon aufhöre zu laufen. Naja gut, wir kommen damit schon klar. Aber wenn sie denn aus Versehen in den Tod läuft, vorne... Ach Mensch, das wäre natürlich schade. Aber noch ist es nicht so weit, weil bisher absolut gar keine Gefahr besteht. Außer sich wegzucringen bei den Kommentaren, teilweise die Charaktere abgeben. Aber das gehört auch dazu, Freunde. Das ist halt dieser, ja, Teenie-Trash ja nicht unbedingt, aber auf dem Level halt, ne? Okay, noch eine Münze. Diesmal sieht sie anders aus. Okay, die ist mehr wert. Schauen wir doch mal. Na, einmal hier runter, bitte. So, schon mal öffnen. Vielleicht kriegen wir es zum Laufen. Vielleicht. Jamie, kriegst du das hin? Oh shit, Jamie übernimmt. Drücken, bla, warte mal, zum Ausrüsten des Universalmessgeräts. Jamie kann das Universalmessgerät verwenden, um Sicherungskästen zu reparieren. Ja, gut, dass sie das immer so am Start hat, ne? Okay. Ich gehe mal davon aus, da in der Reihenfolge, oder nicht? Wohl. Aber diese unteren links, also die unteren beiden links, das ist ein bisschen verwirrend. Wahrscheinlich hätte ich den ganz unten links auch noch vorher machen sollen, bevor ich den unten rechts mache.
Ja, okay. Verdammt, bin ich gut! Ha! Ja, bist du! Super! Di-di-ding! Gut. Obwohl man ja mal sagen muss, ich hab das Rätsel gelöst. Ich, ganz allein. Wollen wir Leiter wieder? Es sieht so aus, als hätten die das schon öfters gemacht, oder? Hä? Ja, also, hä? Warte mal. Wozu haben die den Waggon gerufen? Nur zum Rüberklettern, ne? Ja, gut, okay, das macht Sinn. Ich wollte gerade sagen. Könnte man rüberklettern? Ja, könnte man, ja, auf jeden Fall auch ohne, aber gut. Okay. Was ist da? Hörst du das? Okay. Was wäre denn passiert, wenn man es nicht gemacht hat? Irgendwie will ich es. Wie gesagt, es passiert leider so wenig, dass ich das irgendwie. irgendwie selber provozieren will, dass was passiert, weißt du? Was das wohl ist? Was das wohl ist. Ich weiß nicht. Achtung, Gefahrstoff. Ja, darf ich das untersuchen? Ja, was ist das denn hier? Was ist das denn? Alter, Geheimnis gefunden. Stiletto-Absatz. Ein Absatz eines Stöckelschuhs. Eine Frau geriet auf der Suche, geriet auf der Insel in Schwierigkeiten und brach sich den Absatz ab. Der Absatz passt zum gefundenen Stöckelschuh. Hä? Da sind wir was auf der Spur von. Ach, komm mal hier. Süß, wie die da so losjoggt. Okay, hier ist verschlossen. Wie die da so in Gebetsstellung geht für die Roboter. Das sieht so komisch aus, ey. Oh, geil, ey. Hey! Oh. Oh, schon viel besser. Ich musste es wohl nur kurz ausruhen. Ich bin in Ordnung. Wir haben eine Abkürzung gefunden. Sie müssen wirklich dort bleiben, wo ich es sage. Verstanden, Mr. Dumet. Alle sind hier. Gehen wir weiter. Bitte alle unter dem wachsamen Blick von Mr. Dumet bleiben, klar? Kate. Was denkst du? Ein Ferienlager aus der Hölle. Egal. Wir kriegen schon noch raus, was er im Schilde führt. Mach dir keine Sorgen. Hätte man da durch die Tür kommen können jetzt, oder was? Die verschlossene? Und was denkt ihr, was der Vorname ist von Dumet? Huck, oder was? Wahrscheinlich, oder? Kommst oder du? Zwiebel? Aha. Zwiebelhack? Matt? Hast du Höhenangst? Vielleicht. Ja. Scheiße! Wir werden alle sterben! Jetzt, geh! Oh mein Gott, entspann dich, Mark! Oh, das ist verdammt steil. Geht's? Oh Mann. Du schaffst das! Blick nach vorn, nicht nach unten. Ist okay. Ich schaff das. Wirklich?
Hätte nicht gucken sollen. Das ist nur Wasser da unten. Und du kannst schwimmen. Und die Brücke sieht stabil aus. Soweit. Ich helfe dir. Komm schon. Genau so. Siehst du? Geht doch. Ich sehe nicht hin. Nicht runtersehen. Klar. Guck. Geht doch. Danke. Du hast mir schon immer durch solche Scheiße geholfen. Wir sollten Mr. Dumet einholen. Wo sind denn alle? Tut mir leid, typisch Stadtmenschen. Na los, wir vergeuden Zeit, Leute. Wow, Mr. Dumet, was für ein fantastischer Ort. Ja, vielleicht doch kein verschwendetes Wochenende. Hallo. Wer bist du denn? Was machst du da? Da war ein Mädchen. Da oben. Vermutlich dein einziger Fan. Und jetzt ist sie auf ewig fort. Du bist so ein Arschloch. Alles hier ist zerbrechlich. Seien Sie bitte vorsichtig. Mann, das ist genial. Wow. Sieh nur, das ist... fantastisch. Das ist heftig. Würden Sie sich bitte alle hier eintragen? Wir sind nicht vollzählig. Der Rest kommt bestimmt gleich und wird auf die Zimmer gebracht. Kate Schminkhofer bremst alles aus. Aaron, Zigaretten. Blauer Rucksack. Machen Sie sich frisch. Wir sehen uns dann zum Abendessen. Um 8. Mr. Dumet, ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Das ist einfach fantastisch. Habe ich nicht gesagt, dass es ein guter Plan ist? Ich hab's gesagt. Bist du ja. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Du warst den ganzen Tag fort. Und ich mache mir hier Sorgen. Den ganzen Tag weg, ohne ein Wort von dir. Das ist mein... Oh! Sorry. Du bist schreckhaft. Oh mein Gott! Ich wechsle besser die Unterwäsche. Hast du mich nicht kommen gehört? Ich hab... Ich glaube, wir sind hier nicht allein. Kate hat im Fenster ein kleines Mädchen gesehen, als wir draußen waren. Das habe ich auch. Ein Mädchen.
Mr. Dumet hat bestimmt Familie, Angestellte, Freunde. Wer weiß? Trotzdem, mir läuft's hier eiskalt den Rücken runter. Es ist, einzigartig. Hast du gesungen? Oh, ja, das ist mein Keine-Angst-Lied. Das ist mein Keine-Angst-Lied. Ich sing, damit mir nichts geschieht. Funktioniert nicht. Ach was? 181. Ich bin wohl direkt um die Ecke. 183. Das ist meins. Okay. Okay. Dann viel Glück. Verlauf dich nicht. Schrei einfach, wenn irgendwas ist. Danke. Na klar. Du musst keine Angst haben. Wobei, hey. Ja? Warum wartest du nicht kurz? Ich pack aus und dann suchen wir dein Zimmer. Weiß nicht, an diesem Ort sollte man lieber nicht allein unterwegs sein. Ja, danke. Ich würde mich bestimmt verlaufen. Ist nur ein Gang, Süße. Und da wären wir. Tja, es ist, gemütlich. Okay, wie ein Kapsel, eins dieser Kapselhotels. Gemütlich macht Spaß. Vielleicht teilen wir uns wieder ein Zimmer und sind morgens verheiratet. Du redest im Schlaf. So, warte mal, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken auf Kursrichtung. Also sie ist feindselig, aber auch gleichzeitig romantisch. Aber auch ein bisschen praktisch. Stur, authentisch, geistreich. Ach so. Okay. Entspann dich. Aktuelles Entspann dich mit Erin. Okay, warum haben wir aber da nur vier Namen da links? Weil der letzte noch nicht am Start war? Weißt du? Okay. So, Kursrichtung. Achso, das war's schon. Mr. Hackmet nehme ich an. Ach, das haben wir schon durch. Okay. Kate hat am Fenster des Hotels ein Mädchen gesehen. Die Crew traf Grantham Dumet. Mhm. Jetzt sind wir schon junge Liebe? Achso, das sind ja verschiedene gleichzeitig Sachen, ne? Stimmt. Jamie hat Erin. Achso, das wird jetzt schon gesagt, dass sie miteinander rum. Okay, gut, schon. Okay. Jamie hat Kate wegen ihres Rooms geärgert, als sie über das Mädchen gesprochen haben. Das hat sie irgendwie die ganze Zeit gemacht, oder? Eine bittere Rivalität. Okay. Habe ich dir wohl nie gesagt. Ach ja? Was habe ich gesagt? Es war eigentlich nur zusammenhangloses Gefluche. Oh, ich war wach. Ich habe Kates Social-Media-Posts gelesen. Ach, diese Bitch. Okay, hass mich bitte nicht. Aber sie war ganz nett zu mir. Das mit Mark geht ihr bestimmt näher, als sie zugeben will. Lügen, sie ist ein Roboter. Wo ist das Bad? Was? Oldschool. Ekelschool. Was, wenn ich nachts pinkeln muss und Charlie gerade eine Sitzung da drin abhält? Dann gibt es wohl auch keine Minibar. Oh? Da lagst du falsch. Was ist das? Wein, du Spezi. Aber wenn wir jetzt trinken, findet Charlie es raus. Liest mir die Leviten und ich stehe als Depp da. Wieder mal. Ja, sowas macht er. Aber sind nicht im Dienst. Bis wir den Dreh vorbereiten. Was betrunken schlecht geht. Ich sag ja auch nicht, dass wir uns vor der Arbeit die Kante geben müssen. Warum tust du das? Ich hab Durst. Und du bist süß, wenn du trinkst. Aber ich... Süß? Du findest mich süß? Hm? Oh. Oh mein Gott, Leute, das ist so übercringe gerade. Vertraut. Nimm meinen, falls du Herpes Roulette spielen willst. Danke, aber ich finde meinen. Wo ist er hin? Er ist ganz da hinten an der Wand, siehst du? Alles okay? Scheiße! Willst du mir Angst einjagen? Nein! Ach, weil... Klappt echt gut. Okay.
Das wäre natürlich übel, wenn die vielleicht zwischendurch verreckt war. Atemlos. Erin hat ihren Inhalator benutzt, als sie wegen des Staubs nicht mehr atmen konnte. Natürlich nicht schön, ne? Bist du dir sicher? Weil... Ja, dir Angst einzujagen hat wohl nicht geholfen, oder? Nein. Aber ernsthaft, ist nicht deine Schuld. Ich wollte... Ich versuch so zu tun, als wäre nichts, weißt du? Ich will nicht abhängig von einem Inhalator sein. Ich will mir das einreden, aber... Staub und Allergien und... Ich muss einfach besser aufpassen. Sicher? Sicher. Ich bin sicher. Also, ja. Gemütlich. Probierst du das echt? Und jetzt bist du vergiftet. So schlimm ist es nicht. Du lügst nicht. Er ist piquant. Fast ein Klassiker. Sicher? Ich schmecke Eichenfassbouquet, ein Hauch von Zitrusnoten. Oh. Und ich würde sagen, ein kräftiger Schwung schimmeliger, vollgeschwitzter Sonne. Oh mein Gott, ich hasse dich. Du lügst wie gedruckt. Oh, entschuldige. Ich dachte, du meinst das mit dem Süßsein. Wirklich? Falls ich rot werde, war das der Wein. Nicht, weil ich schüchtern bin. Ich schwöre es. Wirklich. Wollt nicht, dass du dich komisch fühlst. Ich, ja, es ist nur... Wir arbeiten zusammen und Charlie nervt mich dauernd, ich soll professioneller werden und... Verstehe. Nicht, dass ich das nicht zu schätzen wüsste. Erin. Oder dass ich dich nicht auch süß finde. Es ist nur, Was wird das? Oh mein Gott, ich, dich. Oh, du Bitch. Ich verarsch dich doch nur, ich will dich seit Monaten küssen. Hatte bloß Angst vor dem ersten Schritt. So, Freunde. Ja, ich hab's geschafft. Die erste Braut habe ich mir geklärt, was geht ab, Freunde. So sieht's aus. Oh! Sorry, sorry. Sorry. Passiert halt, wenn man wild und jung ist. Oh. Wer ist das? Fuck, was soll das, Charlie? Stehst da rum und versuchst zu lauschen. Was? Nein, ich wollte gerade klopfen. Was willst du? Habe ich... Störe ich gerade bei was? Nein, wir haben nur gefachsimpelt. Wir machen uns Sorgen, ob das Stromnetz unsere Ausrüstung packt. Ja, ja. Wenn hier alles mit einem Generator läuft, müssen wir wissen, was er kann. Mir ist egal, was ihr da treibt. Dann lunger nicht rum. Ich finde mein Zimmer nicht. Und braucht eine beschissene Zigarette. Die komischen Dinger da sind Zahlen. Sie steigen der Reihe nach auf und ab. Danke, ich war gerade da unten. Gib mir 10 Minuten, dann habe ich einen groben Plan für die erste Einstellung. Wir haben den ganzen Abend. Geht das nicht nach dem Essen? Ich will mal kurz entspannen, nach der krassen Wanderung hierhin. Nach dem Essen will ich drehen. Ihr habt 10 Minuten. Okay, wir kommen gleich runter. Oh, Erin, hab die blaue Tasche gecheckt. Keine Zigaretten. Ich hab sie da reingetan. Dann zeig's mir mal. Vielleicht ist einer von uns beiden farbenblind und weiß nicht, was blau ist. Fortsetzung folgt also? Ja, auf jeden Fall. Viel Glück bei der Zimmersuche. Was war gerade mit der Tür? Das sah voll komisch aus. Tja, also ich glaube, das war auch die einzige Hoffnung vom Mörder, dass sie vielleicht noch rummachen. Ansonsten hätte ich sofort zugemessert.
Komm, na komm, los, los! Okay, was geht denn jetzt? Wo zur Hölle gehen die hin? Okay. Okay, das sah so aus, als hätten die uns irgendwie so ein bisschen ans Messer geliefert und jetzt flüchtet er mit seinem Kind oder so. Er hat seinen Job getan und jetzt haut er ab. Würde ich aber auch machen. Gut, Freunde, ich würde sagen, hier passt es eigentlich ganz gut. Ja. Hier machen wir erstmal Schluss. Sammlung und Charaktere. Ach ja, stimmt. Ja, sorry. Mein Fehler. Oben steht der Name von der Figur, die wir gerade haben. Und die vier anderen sind die anderen. Ja, okay, gut. Alles klar. Geheimnisse haben wir auch noch nicht so viel entdeckt. Ne? Ich hoffe, ich habe noch nicht so viel übersehen. Atemlos, das könnte wahrscheinlich irgendwas geben. Auf jeden Fall Bilder. Haben wir auch ein bisschen nur das eine. Ja. Gut, okay, Freunde, ich würde sagen, das war's erstmal. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne mit einer kleinen Bewertung. Ich muss sagen, es könnte mal langsam losgehen, ganz ehrlich, weil die Spiele ja sowieso nicht so lang gehen, dann kann man eigentlich aus meiner Sicht immer recht schnell zur Sache kommen und direkt auf die Kacke hauen. Finde ich irgendwie immer geiler, wenn da viel Action passiert in so kurzen Games, vor allen Dingen. Dann muss es jetzt nicht unbedingt so den langen Aufbau geben. Aber, ja, mal schauen, was beim nächsten Mal passiert. Ich hoffe, auf jeden Fall Bock, ich hoffe, ihr auch. Haut rein und tschüss.